Ja, hi, willkommen, mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of GreisesF. In der letzten Folge haben wir gegen ein verdammt blutrünstiges Warzenschwein gekämpft, was mir voll auf die Nerven gegangen ist. Und jetzt stehen wir vor der amerikanischen Enklave. Ich würde sagen, wir betreten jetzt auch mal locker flockig. Joink. Ihr wisst ja doch, die Amerikaner sind die Typen, die diese ganzen Ruinen gebaut haben. Und irgendwie sieht es auch genauso hier aus, in der amerikanischen Enklave. Oder Amarsien. I grew up in Fendel, and I never even knew this place existed. Yeah, we've been helping Fendel here and there for a while, but we have to keep it all. Shh. Anyway, let's head over to my place first. Come on. Okay, dann gehen wir erstmal überall anders. Und ihr habt so eine richtig geile schottisch-keltische Mucke im Hintergrund. Und hier gibt es ein Minispiel, darauf freue ich mich schon. Okay. Ich glaube, wir werden den Rest des Parts auch damit verbringen. Damit ihr euch schon mal auf was einstellen könnt. So. Ja, verdammt. Kommen wir mal. Die. Wow, nein. Tränke des Lebens, ja, die brauchen wir wieder. So, was haben wir? Eine magische Karte haben wir freigeschaltet. Emils Karte. Mut, der Zauber, der Träume wahr werden lässt. Ja, diesen Spruch, den kennt man. Wie heißt der noch auf Englisch? Courage is the spell that turns dreams into reality. Richtig schön. Kennt auch, glaube ich, jeder Tales of Fan. So, Waffen oder? SK, Maximas. Oh. Platin-Geschossstab, minimal. Warte mal. Platin-Handschuhe erstmal. Und. Ja, was? Kein Platin? Okay. Platin-Doppelklinge. Und. Platin-Geschossstab. Und. Die Zauberergewänder. Cherion Pascal. Oder? Ja, die beiden waren das doch, genau. Tuniken. Die haben Sophie und... Kann ich mir nicht leisten, okay. Ich dachte. Warte mal, was konnte man da noch? Holen Beutetrank? Aber nur ein. Na gut, dann, ja. Am besten noch ein Gasthaus irgendwo, damit unsere AP aufgefrischt werden. Dann, mal sehen. Ich glaube, storymäßig werden wir heute nicht mehr weiterkommen. Anfragen. Kaiserklaue, Platin. Ich habe gerade eine gekauft, Mann! Okay, 2200 FP. Ja, okay, geht schon. Eine gekauft, Mann. So. Okay, was ist denn noch nicht so? Atraxia oder Maximal SK? Ja. Nein. Lebensblüte, Kreisangriff, ja. Wohl Präzision wäre auch nicht schlecht, weil man hat ja gesehen, wo es hier im Boss hingeführt hat. Ich weiß noch, die nächsten Bosse, die auf mich zukommen, die werden richtig knüppelart. Irgendwie soll die stärksten Story-Bosse irgendwie noch kommen. Nee, Quatsch, gar nicht wahr. Aber es ist auch hart. Was haben wir hier? Donnerbeben, Adept. Ja, mehr AP. Du brauchst etwas Verteidigung oder AP. Du nicht so schnell verreckst. Feenkreis, Effektbereich, wow. Ja. Und Artkünstler, ja. Entschuldigung, meine Stimme klang jetzt irgendwie komisch, fand ich. So, und... Kreisangriff, maximal KP, yo. Und du auch noch, mein Gott. Ausweichen, heilender Wind. Weiß nicht. Schaden runter plus 10%, ja, ist auch nicht schlecht.
Ich brauche mehr so Verteidigung. Weiß nicht. Ich kreis Verteidigung. Ey. Mach mal den hier, mein Gott. So, dann komm her. Starker Knochen. So, das wahrscheinlich sowieso nicht so. Wow, super. Von den einen. Warte mal, ausruhen möchte ich mich doch. Im Gasthaus ausruhen, ja. Sehr viel passiert hier wirklich nicht mehr. Alles klar. Hier ist noch eine Entdeckung, ja. Schokoladenbrunnen. Brunnen der Welt, Teil 2. Hey Pascal, what exactly is going on here? This is a chocolate fountain created by one of our overseers a long time ago. Why would anyone need this? You wouldn't understand, Asbel, but research is totally taxing on the old melon. When you get all sleepy and the blood sugar drops, there's nothing better than sweet, sweet chocolate. Schokolade? Sweet. I'm awake now. Sophie, stop. You'll ruin your appetite, but it's so sweet. You should try some, Sharia. All right, I'll try a little. Chocolate as a cure for exhaustion? Sure, why not? Hey guys, you're kind of sort of not supposed to just stick your hands in it. Oh, sorry. I just got scolded by Pascal. Oh my god. Ja, Malik hat wahrscheinlich im Hintergrund irgendwie den Kopf oder so in den Brunnen reingesteckt. Versetztes Land. Nur so nebenbei. Mount Zavrid is cold and in the middle of nowhere. Why in the world would the Amarcians live here? You know, good question. I'm not sure. But I mean, does anybody know why their hometowns are where they are? No, I guess not. They used to call Mount Zavrid Kulumin, which means the transplanted land. As children, we were taught to never approach it, so I'm unfamiliar with the area. Perhaps the warning originates from an Amarcian desire to protect their privacy from the local villagers. Captain, even if kids didn't know the Enclave was here, that warning should have raised some eyebrows. Hmm. It does seem pretty obvious in retrospect. Was? Gerade wenn etwas verboten ist, gehen auch die meisten Leute dahin. Warum hat denn niemand mal nachgeguckt? Mein Gott, was ist denn mit euch los? Ich meine, hier war irgendwie auch noch ein Hinweis oder so. Okay, eben nicht. Dann gehen wir erstmal hier hin. Die Langeweile nervt. Findet ihr nicht auch? Hier gibt es nicht, was irgendwie Spaß macht. Also habe ich irgendwann für Abhilfe. So, das Spiel heißt Würfelbahn. Ja klar. So. Üben, so wird gespielt. Okay, bewege die Würfel vom Rand des Eisfelds in den mittleren Bereich. Wenn du nicht alle Würfel in den mittleren Bereich bewegen kannst, hast du verloren. Sollte ein Würfel von Eis fallen oder vom Eisfeld fallen, hast du ebenfalls verloren. Schließe Rätsel ab, um dir grandiose Preise zu verdienen. Selbst wenn du scheiterst, kannst du es trotzdem so oft versuchen, wie du willst. Viel Glück. So. Ja, das ist noch einfach. Ja, man muss einfach nur hier in diesen markierten Bereich die ganzen Dinger reinschubsen. So, das hier kann man gar nicht vermasseln. Und zack. Geschafft. Nein. Üben. Level 2. Ja, hier sind noch relativ einfach. Ich weiß nicht, kann man zwei auf einmal schießen? Ja. Na, die kann man ja eigentlich noch schlecht vermasseln. Aber irgendwann wird dann auf jeden Fall schwieriger. So. Das ist schon ein bisschen schwieriger, aber auch nicht so schwer. Aber den hier, den hier und den hier. Und dann gleich noch mal von der anderen Seite. Resetten kann man, glaube ich, bei dem Typen da oben rechts. Und zack. Ich glaube, jetzt müssen wir auch eine Belohnung bekommen. Rundengeschossstab. Ein Stab daneben, bla bla bla. Warum nicht? Also Rang 1. So, jetzt wird es schon ein bisschen schwieriger. Weiß nicht, kann man schon alles machen? So, hier müssen wir so machen. Ja. So. Und von unten nochmal. Ist auch noch nicht so schwer. Okay, Level 5. Was muss man hier machen? Ich
glaube erstmal den hier, dann den hier, da kommt der da oben. Ja. Der hier. Dann der hier. Dann der hier. Dann der hier. Und jetzt die beiden in der Mitte schießen und dann nach oben. Ja. Und einfach. Ich glaube, alle kann man noch gar nicht machen. Irgendwann schaltet man die nächsten frei. Oder man kann alle machen. Wenn nicht, dann. Also wenn das so ist, dann wäre es auf jeden Fall toll. Dann bin ich schon mal diesen Part beschäftigt. So, nein, nicht den hier hin. Ah, okay. Ich sehe schon. Den hier hin. Den hier hin. Und dann die beiden da hin. So, und hier. Einfach den in der Mitte und die anderen beiden da hinten, ne? Ja. War auch jetzt nicht so schwer. Katsching! Kampfgeschossstab. Rang 2, geil. Wir können doch schon alle machen. So. Den auf jeden Fall noch nicht. Ich glaube, hierhin. Dann hält er ja den links auf, ne? Ja. So. Ich glaube, das geht noch bis Rang 3. Aber noch in dem Part schaffen, auch wenn ich ein bisschen bei den letzteren nachdenken muss. So. Den hier hin. Dann kommt der in der Mitte. Der kommt da oben hin. Ich soll jetzt mal ein paar so schon mal probieren. Ich glaube, ich habe schon falsch gemacht. Ich glaube, ich habe schon falsch gemacht irgendwie, ne? Ne, warte mal. Den hier hin. Den hier hin. Den hier hin. Ja, okay. Ist jetzt noch kein Fehler gemacht. Sieht mir irgendwie gar nicht ähnlich. Ich kenne die Dinger nicht auswendig oder habe eine Komplettlesung oder irgendwie so was hier neben offen, falls ihr da denkt. Aber jetzt ist es auch nicht so schwer. Die letzten sind auch Knüppelart, finde ich. Level 9. Kann man schon mal ein paar Stäbe und so für sie einsacken. Oh Gott, was muss ich jetzt hier machen? Boah, hier muss ich raten. Kann sein, dass ich vielleicht ein bisschen jetzt ruhiger werde. Boah, keine Ahnung, ich weiß noch nicht mal, wie ich anfangen soll. Ja. Den kann ich ja nur da einschießen. Den kann ich ja nur da einschießen, also muss ich den aber als erstes. Dann. Ja. Mein Gott, was? Glaube jetzt den hier vielleicht. Ich kann die meisten gar nicht da rein. Nee, das, oder warte mal, ich glaube so jetzt. Und so geht das? Nee, wie soll ich denn jetzt da hinkommen, verdammt. Ja, jetzt kriege ich doch gar keinen mehr hier hin. Okay, schon mal Mist gebaut. Nochmal zurücksetzen, so. Ah, okay. Nee. Was? Versuch mal hier. Dann habe ich diese Lücke ja schon mal. Hä, aber dann kriege ich doch gar keinen. ja. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir mit dem hier anfangen müssen. Dann. Den kann ich. Boah, keine Ahnung. Ja. Ich hab keine Ahnung, ich kann die rechte Seite gar nicht mehr komplettieren, sehe ich gerade. Hm. Hä? Das ist doch schon der zweite, der letzte. Wenn es jetzt noch schwieriger wird, dann schaffe ich das doch nicht bei dem Part. So, wenn ich den hier hinschieße, passiert nichts. Ich kann den hier hinschießen. So,
Schieß mal den hier. Ich tue jetzt ein bisschen raten. Tu mal den hier hin. Ich habe das viel einfacher, als ich jetzt hier mir vorstelle. Ja, ich glaube, es ist viel einfacher, als ich mich hier anstelle. Oh Gott, ich krieg die Krise. Ist doch voll einfach. Da guckt euch das an. So einfach war das. Und ich habe mich hier angestellt wie einer. Abräumbonus. Ah, okay, das war schon. Verdammt. Aber es gibt noch einen Rang 3, das weiß ich. Ich habe das Rätsel ganz ohne Probleme gelöst. Ihr seid wirklich etwas Besonderes, Pascal. Einige der Rätsel sind wirklich schwer zu lesen, wenn man sie nicht logisch durchdenkt. Selbst gerade ist mir der perfekte Name für euch eingefallen. Ich arbeite gerade an schwierigen Herausforderungen. Ich hoffe, dass ihr bald wiederkommen werdet. Oder ich habe da schon mal anderes. Freut euch schon mal. So, Knobelgenie. So, und jetzt haben wir so viele Stäbe bekommen und keiner von denen ist, glaube ich, besser als, ja. Na gut. Knobelgenie hier. Maximalia. Ziandin. Ich hab die noch nicht. Okay. Ja, das war doch fun, finde ich. Dann würde ich sagen, wir können auch ein bisschen die Story hier vorantreiben und da steht prüfen. Hey, ein Stück Papier. Der richtige Name der Aufseherin ist der Schlüssel. Okay. Er kann ich ja jetzt noch nicht eingeben, selbst wenn ich die Truhe finde, weil das wäre ja ein bisschen Spoiler, ne? So, von hier kommen wir, oder? Ne. Prüfen. Ui. Oh, hey, was ist denn? Ich habe ihren richtigen Namen herausgefunden. Ihr Name lautet Gauss. Ah, okay, so viel dazu. So viel zu den Spoilern. Na gut, jetzt muss ich nur die Truhe finden. Oh, das wäre eine Katze. Diese androgyne, was? Immer noch nicht, okay. Dann gehen wir einmal. Wo, wer ist Furie? Gehen wir erstmal in Pascals Haus. Irgendwie nicht. You call this clean? Is this a trash dump? This is not cool. You don't just go cleaning up people's rooms when they've only been gone for like a second. When were you last here, Pascal? I don't know. About 3 years ago? I'm not sure you can really complain if you've been gone that long. I knew it! Someone yoinked all my Krius notes! So someone's been using your research to help Fendel with their experiment. Yeah, but who? Hey, we should ask the Overseer. She's gotta know something. The Overseer? Is that your leader? Yep, she's old. Like, super old. She's so old, she doesn't even know how old she is! Anyway, enough about that. Let's go see her. Alles klar. Also zu Gauss. Prüfen. Milch. Was, warum liegt hier Milch? Sie noch gut nach 3 Jahren? Das war ernst gemeint. Ein Robot hier. Was du willst. What should I make for dinner tonight? Okay, so if we have curry again, it'll look like I'm playing favorites with Asbel. What about you, Sophie? Do you think we should have crablets again? Sharia, that animal moved. I'll just ignore it. It's probably some toy Pascal made. Wait. Sophie, wait! What about dinner? Captain! Perfect timing. How about I let you choose the menu for tonight? Pick your favorite. Anything you like. How about sea bream porridge? All right, I'll have to look for a recipe. I should have known you'd pick something old-fashioned. Oh? I mean because, you have refined tastes, right? Why ask me? Das ist voll beleidigt. Ah, schön. So, oh, ist das sie? Nein, das ist sie nicht. Das ist die magische Katar Nummer 38, Chinas Katar. Das Volk von Miso wurde von ihr vertrieben.
Das sagt mir nichts. Noch nicht. Muss ich auch mal irgendwann wieder aufnehmen, ja. Voll viele Tales of Symphonia Karten haben wir in letzter Zeit bekommen. So, dann gehen wir noch mal hier rein. Wer auch immer vor ihr ist. Aber wir haben ihr Haus betreten. Hui. Ah, hier ist das Dingen, das Passwort. Schatztüchlein. Hier, mein Gott. Gauss. Buch des Erwerbs. Dieses Zauberbuch erleichtert den Erwerb von Scherben, von Feinen und somit das Dualisieren. Wow. Das hat mir ja noch gerade so gefehlt, ne? Was hätte ich denn ohne das Ding gemacht? Ein Bohrer. Hui. Hat Pascal nicht schon einen Bohrer? Ja, wir haben es jedenfalls jetzt. Auftragsobjekte. Stimmt. Und Rohmaterial haben wir auch noch. Und diesen Feuergeist. Der irgendwie nicht Ifrit heißt, wie in allen anderen Tales of Serien. Und ja, wir müssen zur Aufserien. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal zum Speichelpunkt und speicheln da. Und dann machen wir einen Schnitt. Und ja, haha. Dann sehen wir uns im nächsten Part. Ja, haha. Zack. Und noch ein Skit. Woher und wohin? But I sure am one lucky girl. And why do you say that? If I was the overseer, I wouldn't be able to continue my research. Research? Do you wish to tell me that it's research that's been motivating your travels? Yep, he cannot tell from whence we Amarcians came and whither we go, or whatever. Huh. I wouldn't have taken you for a romantic. Overseers are chosen based on their family lineage. She wasn't even listening. But if I ended up having to take on that responsibility, it'd be a total pain. I concur, as would everyone living here, I'm sure. Okay. Dann würde ich sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Graceseth. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss. Verdammt, keine Schokolade. Tschüss.